Hey, liebe Leute da draußen, heute melde ich mich mal aus dem Hotelzimmer. Wir sind immer noch in dem Glamour Spa Hotel in Side und wir haben ja einige Mängel gehabt hier, dass wir reklamiert haben. Wir haben über Check24 gebucht, über den Anbieter LMX. Wir kamen erstmal hier an, wir haben ein Zimmer zur Straße bekommen, weil da die falschen Infos gekommen sind. Und eine Sache hat der anderen gefolgt. Also es war schon mal scheiße, dass wir am Flughafen nicht wussten, wo wir hingehen sollen, wo gehören wir hin. Es war nach 12 Uhr. Dann mussten wir uns durchfragen. Da war kein Empfang von dem Reiseleiter. Wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, gehört das zu DER, der Tours, DER Tours. Das ist der Hauptreiseveranstalter. Und ja, wir mussten uns durchfragen und hin und her. Dann hieß es, ja, keine Ahnung, ruf mal eine Servicenummer an, da ist ja eine Nummer. Wen sollen wir denn bitte Freitag nach 12 Uhr nach Mitternacht erreichen? Dann haben wir es geschafft, wir hatten Transfer, wie gesagt, das mit dem Zimmer. Dann hieß es hier im Hotel, die Standardzimmer sind so bei denen. Wir haben nichts mit seitlichem Meerblick. Also es wurde so bei Check24 beworben von dem Veranstalter als Standardzimmer, seitlicher Meerblick und so weiter. Ja, dann haben wir gedacht, okay, das wurde ja beworben als Wellness- und Spa-Hotel. Wir wollten dann morgens früh in dem Wellnessbereich, heißt Hammam, Wellness Spa, Innenpool. Und meine Freundin ist dann nach unten. Und dann hat der, also sie ist dann hochgekommen, hat mir gesagt, der Fahrer, also ist davon ausgegangen, dass das ein Fahrer sei, ist hochgekommen, hat gesagt, du, der Fahrer hat mir jetzt einen Gutschein gegeben. Hat gesagt, hier nebenan gibt es ein Wellness und Spa Hammam, total super. Und hat gesagt, hä, wieso? Wieso sollen wir denn woanders hin? Wir haben doch hier Wellness und Spa und Hammam. Und hat er nur gesagt, ja, du wirst schon sehen, warum. Und die hat sich gewundert. Ja, angeblich gäbe es da ein Jubiläum und so weiter. Dann sind wir nach unten, wollten einen Termin vereinbaren, uns das anschauen. Und ich, also es hat so nach Scheiße und nach Gülle und nach Kanalisation gestunken. Ich konnte nicht mehr. Das habe ich auch gesagt. Tut mir leid, hier riecht es sehr, sehr unangenehm. Hat gesagt, nein, hier ist alles sauber. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Hammam-Bereich. Habe ich gesagt, nein, ich sage nicht, dass es hier nicht sauber ist. Es ist sauber. Das ist kein hygienisches Problem an sich. Es ist ein Problem von der Kanalisation. Es ist ein technisches Problem. Ja, kommen Sie, wir zeigen euch den Hammam-Bereich. Und dann kam mir so eine Wolke entgegen. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich kann nicht. Ich werde mich jetzt übergeben und kotzen und übergeben und kotzen, umkippen, meine ich. Ich musste flüchten. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, tut mir leid, ich muss hier weg. Dann haben wir das oben gesagt an der Rezeption. Dann hieß es ja, sie müssen sich an den Veranstalter wenden. Ja, und dann haben wir mitgekriegt. Also es ist ein wunderschönes Hotel für Familien und sehr familienfreundlich, aber man kann das nicht gleichzeitig bewerben als Spa-Wellness-Hotel. Das ist der Grund, weswegen wir es gebucht haben, zum Entspannen. Also von der Entspannung hatten wir nichts. Ja, und dann hieß es, sind wir zur Gästebetreuung gegangen. Dann wusste man nicht ganz genau, wer der Veranstalter ist und so weiter. Wir haben ihr die Unterlagen gebracht, selbst die Dame, die musste hin und her telefonieren, bis sie es herausgefunden hat, wer der Veranstalter ist. Und ja, später wollten wir halt zum Strand und dann hat man uns gesagt, ja, da hinten geradeaus geht ja zum Strand. Ja, und dann hieß es in der Beschreibung 350 Meter der Strand. Wir sind da durch die Gegend geirrt, wir haben keinerlei Informationen gekriegt, dass es einen Shuttle-Service gibt und so weiter. Wir kamen uns echt verloren vor wie in der Pampa. Und dann haben wir letztendlich den Strand gefunden, den hoteleigenen Abschnitt, Strandabschnitt. Und durch Zufall, also es ist schön dort, wenn man gerade ausschaut, wenn man nach links guckt, ist es katastrophal. Ich habe das alles auch aufgenommen. Und durch Zufall habe ich dann, als ich auf Toilette gegangen bin, habe ich dann gesehen, dass da es einen Shuttle-Service gibt an diesem Informationsblatt. Das haben wir dann auch genutzt.
Naja, Ende vom Lied war, dass es, also das hatten wir alles erzählt und ich ist nein, normalerweise ist das nicht so, normalerweise dies, normalerweise das. An der Rezeption haben die auch uns gesagt, nee, die wissen das, dass seit April der Pool geschlossen ist und so weiter. Und ja, also zwei Dinge, das heißt, dass der eine Mensch, der sich nachher als unser Reiseleiter von DHR Ansprechpartner ganz genau wusste, dass es da unten ein Gestankproblem gibt. Warum sonst hätte er meiner Freundin Gutschein für einen anderen Spa angeboten? Also das heißt Kunden abwerben. Zum anderen haben wir dann rumtelefoniert, also beziehungsweise die Dame von der Reiseleitung hat rumtelefoniert, bis sie dann den richtigen Ansprechpartner gefunden hat. Wir haben halt gesagt, wir haben jetzt zwei verlorene Tage, wir sind sehr enttäuscht, wir haben nicht das bekommen, was beworben worden ist, dass es ganz klar Betrug ist. Man lockt die Gäste hier unter falschen Informationen, falschen Tatsachen und so weiter. Und dann haben wir, also ich habe dann mit einer Dame gesprochen vom Kundenservice und wir haben das Gespräch aber auch alles aufgenommen, aufgezeichnet als Beweis dann dafür. Und dann hieß es ja, gehört zu DRR, der Reiseleiter wird dann kommen. Und was mega negativ war, war, dass meine Freundin Besuch hatte. Wir durften nicht mal den Besuch in der Lobby empfangen. Ja, die haben die Stühle und den Tisch rausgestellt. Fanden wir ein bisschen blöd. Ja, der Reiseleiter kam dann, Gott sei Dank. Ja, Schon gepackt oder war das drin? das war schon drin, das Schon von mir. gepackt, noch was drin. Dann kam der eine halbe Stunde später fast und dann hat meine Freundin gesagt: Ach so, du bist der Reiseleiter, wieso hast du das vorher nicht gesagt? Naja, wir haben halt alle Punkte genannt. Wir sind davon ausgegangen, dass er ein Protokoll macht, hat er nicht gemacht. Er hat das weitergeleitet an die Kundenbetreuung. Wir haben gesagt: Wir haben jetzt 3 Tage lang nur Stress und sind gar nicht entspannt. Haben halt die Punkte genannt, reklamiert. Der hat das weitergeleitet. Dann ist ja, welches Hotel möchtet ihr denn dann? Als wo wolltet ihr denn hin? Und ich sage ja, für die 2 verlorenen Tage wenn wir schon gerne Entschädigung haben und wir möchten, dass keine Kosten auf uns zukommen. Ja, kein Problem. Meine Freundin ist dann raus, hat mit ihren Bekannten, einen sehr guten Freund, der sich sehr gut auskennt, 4 Hotels aufgeschrieben, haben wir weitergeleitet und der Herr hat 2 weitergeleitet an die Kundenbetreuung. Und wir sind so verblieben, dass wir uns, dass wir am Montag, also heute, ausstrecken könnten, würden. Man würde sich bei uns melden. Wir haben extra länger gewartet. Keiner hat sich gemeldet. Wir haben nach 12 Uhr haben wir wieder hin und her telefoniert, bis man uns mit der Kundenbetreuung verbunden hat, beziehungsweise uns die Durchwahl gegeben hat. Dann habe ich da lange rumtelefoniert und rumdiskutiert. Ende vom Lied war, dass der Reiseleiter nachher gekommen ist, ein Mängelprotokoll aufgenommen hat, weil ich darauf bestanden habe. Und dann sollte ich zusätzlich noch ein Protokoll schreiben, alles und am besten heute noch mich an den PC setzen und das machen. Und das habe ich dann auch getan. Es hat der Dame von der Reiseleitung zu lange gedauert. Zwischendurch ist sie immer gekommen, ja, wie lange dauert das noch, wie lange dauert das noch? Und ja, hat mich beleidigt und angeschrien. Und währenddessen bin ich dann auf einmal von einem Gast hier bedroht und angegriffen worden. Der hat nach mir gegriffen, wollte mich schlagen. Dann habe ich angefangen, das aufzunehmen. Ende von Lied ist, dass ja, ich gesagt habe, okay, wir lassen das jetzt auf sich beruhen, wir machen das nachher. Ich konnte das auch gar nicht zu Ende abschicken, die E-Mail. Und ja, meine Freundin hat das auch hat versucht, mit denen zu sprechen. Und ja, alles Weitere, ja. Also ich habe mir auch was Besseres vorgestellt als 3 Tage hier Stress, beziehungsweise wir beide, und dass ich mich nochmal hinsetze. Über eine Stunde, also fast 2 Stunden, und dann was schreibe und währenddessen dann noch bedroht, angeschrien und beleidigt werde, auch von der nicht von der Fahrgast, von der Gästebetreuung.
Ja, es ist ein bisschen ausgeartet und ja, was würdet ihr denn machen in so einem Fall? Kennt ihr denn so etwas? Wie verhält man sich? Also ich habe das auf jeden Fall alles fotodokumentiert beziehungsweise auch aufgenommen. Ja, wir haben jetzt beschlossen, die restlichen Tage. Ach so, wir haben dann Angebot gekriegt. Man hat uns für 500 € mehr einen Hotelwechsel angeboten. Also kein Schadensersatz, kein Entgegenkommen. Im Gegenteil, noch mehr Kosten. Wir hatten noch mehr Kosten fürs Zimmer. Safe kostet extra. Orangensaft kostet extra. Was war noch extra? Was war noch extra? Was mussten wir noch extra bezahlen hier? Safe, genau das habe ich gesagt. Ja, Angebot war, 500 € mehr zu bezahlen, kein Entgegenkommen, keiner ist für irgendetwas zuständig plötzlich und ja. Ja. Also, wir haben uns den Urlaub auch anders vorgestellt und wir machen jetzt das Beste daraus. Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr in dem Fall machen würdet. Kann man da irgendwie rechtlich dagegen vorgehen? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Was schlagt ihr vor? Und so weiter. So, wir werden uns heute Abend trotzdem einen schönen Abend machen. Wir gehen aus, ein bisschen mit dem Animationsteam in die Disco. Ka Karma. Karma, ja. Karma, genau. Und ja, ich traue mich gar nicht mehr alleine hier durch das Hotel zu laufen, weil der eine Gast zu mir gekommen ist und an dem Tisch und meinte irgendwie, ja, ich gebe dir total aggro, ich gebe dir die Nummer, meine Adresse aus Argentinien, wenn du dich beschweren willst. Also unverschämt, unmöglich. Der Direktor ist leider heute nicht mehr im Hause gewesen, aber ich habe das dem Mitarbeiter weitergeleitet. Morgen werden wir das Gespräch haben. Bye, bye.